Schöne Grüße aus Bad Klimmerich. Kaum zu glauben, dass wir doch noch lebendig hier angekommen sind. Aber es ist soweit, ja. Die Bob-Omb-Familie versucht jetzt das Geburtstagsgeschenk für den kleinen Bronzmut zu finden. Das haben wir im letzten Part schon beredet. Der will eine Modelleisenbahn. Und in dem Haus, da wohnt die reiche Toddame Brillant. Ne, die ist da zu Hause. Und ansonsten gucken wir uns hier jetzt im zweiten Screen um und wollen auf jeden Fall diesen Sternsplitter auch nicht verpassen. Okay, Leute, hier, wir sind immer noch, wir haben eine Mission, ne? Wir wollten herkommen für das Sternjuwel. Ein Freund des berühmten Krimi-Autors Hemingway. Er wohnt in Bad Klimmerich. Anscheinend hat er sich an das Klima gewöhnt und genießt die Stadt. Hemingway! Ist natürlich eine Anspielung an Hemingway. Das war ein Autor, Komponist, nee, das war ein Schriftsteller, Ernest Hemingway. Ich kenne nur den YouTuber und Streamer Hemingway, bekannt für seine guten Mario Kart Wii Let's Plays früher. Aber ja. Ich hatte gehört, es sei sehr ruhig in Bad Klimmerich, aber diese Touristen... Vielleicht sollte ich ja einen Laden mit Spezialitäten aus Bipper City eröffnen. Und hier ist ein Hotelgutschein, der wird auch noch wichtig. Ein Toadschein, ein Gutschein für eine Übernachtung im Toadhaus. Generell habe ich nicht noch ein paar Trockenpilze irgendwie in der Tasche. Ey, ess die halt einfach mal, ne? Das ist ja wohl... Weg damit. Wenn jetzt das Inventar voll wäre, deswegen wäre ein bisschen ärgerlich. Herzlich willkommen! Möchtest du nicht unsere Powerpasta als Andenken kaufen? Sie kostet 50 Münzen, möchtest du zuschlagen? Pasta aus Bad Klimmerich stellt 10 KP und 5 BP wieder her. Wir haben's ja. Ein Päckchen hochwertigster Powerpasta kostet 50 Münzen. Möchtest du noch eins kaufen? Nö. Vielen Dank. Überteuert. So, ihr wollt die ganze Welt sehen, also? Wir drei Mädels bereisen die ganze Welt. Wir übernachten in dem vornehmen Hotel gleich da drüben. Dieses Bad Klimmerich hat wirklich Stil. Heute werden wir den Klimmertempel besichtigen. Wir sind in Bad Klimmerich. Die Stadt macht einen wirklich ganz glänzenden Eindruck. Hier gibt es sogar ein echtes Luxushotel. Da bekommt man richtig Lust auf Urlaub, findest du nicht? Ja, Bad. Jede Stadt, die irgendwie Bad im Namen hat, klingt für mich auch gleich wie weiß ich nicht, die Seele baumeln lassen. Oder halt einfach einen Kurort. Einen Kurort, das würde ich sagen. Eine Totladenbesitzerin. Sie bietet nichts anderes als Powerpasta an. Ein ortstypisches Souvenir. Selbst beim Essen wird Bad Klimmerich seinem Ruf gerecht. Die Powerpasta ist unermesslich reich im Geschmack. Finste, sagst du, ja? Da ist das Hotel. Da wollen wir doch auch gleich mal einchecken. Hier war nix. Checken Sie das? Dann checken Sie das. Ja, mal wieder. Oh nein, Macke, der schon wieder. Was macht der denn hier? Und woher weißt du immer, wo er uns treffen kann? Kannst du uns das erklären? Bonjour, Monsieur Moustache. Die Mademoiselle am Eingang dieses Hotels ist so süß. Ich werde hier so lange übernachten, bis sie mir ihr Herz schenkt. Also für immer. Okay. Was, die da? Die Rezeptionistin des Hotels. Hier können wir uns ausruhen, wenn du ein wenig Entspannung brauchst. In einem Luxushotel wie diesem gibt es bestimmt einen großartigen Service. Willkommen im Grand Klimmerich, dem besten Luxushotel der Stadt. Wir garantieren erstklassigen Service und komfortable Zimmer. Für 30 Münzen kannst du bei uns übernachten. Möchtest du? Es sei denn, wir haben Hotelgutschein, ne? Deswegen ist er auch da. Danke, dass du dich zugunsten unserer erschienen hast, unser Gast zu sein. Wir haben für dich ein Zimmer in der obersten Etage vorbereitet. Ich wünsche dir eine geruhsame Nacht. Also, ja. Das ist eben in erster Linie dafür da, dass man sich ausruht. Und auch, glaube ich, ne, du kriegst irgendwie was wieder dafür, wie dem Pfirsich in Düsterdorf. Alter, wie hoch ist denn das Gebäude eigentlich? Da fährt ihr so hoch wie beim, weiß ich nicht, Berliner Radioturm oder was? Und das Bett ist trotzdem, ne, auch nicht größer als sonst. Bestimmt schön weich. Man kann sich hier nicht mal umschauen. Mario geht automatisch wieder weg. Bisschen auskosten. Oder die Aussicht genießen nach draußen. Was ist denn los mit ihr? Könnt ihr es glauben? Ich kann's nicht glauben. Hast du gut geschlafen? Unsere Küchenchefin Raclette hat für dich an dem Tisch dort ein Essen angerichtet. Ich hoffe, es hat dir in unserem Hotel gefallen. Wir freuen uns sehr auf deinen nächsten Besuch. Okay, es ist ein fertiges Gericht, kein, Omelette-Kreation stellt 5 KP und 5 BP wieder her.
Aber schön mit diesem Wasserfall da hinten, ne? Also mit dem, wie es an der Fensterscheibe entlang läuft. Muss erstmal so machen. Und eine Pumpe und hast du nicht gesehen. Ja. Danke für den Hinweis, dass man sich hier ausruhen kann. Ja, das war der zweite Screen, so. Aber wir suchen immer noch den Tempel. Wollen wir doch mal sehen. Sieht gut aus. Das größte Gebäude der Stadt. Ein Bewohner von Bad Klimmerich. Er läuft gerne barfuß durch den Park. Er meint, das ist gesund. Ob ich es wohl auch einmal probieren sollte? Ich bin jemand, der Stress nur schwer abbauen kann. Aber wenn es mir zu viel wird, laufe ich einfach barfuß über die Wiese. Solltest du es auch mal probieren? Barfuß? Nee, bin ich nicht der Fan davon, tatsächlich. Fenty wohnt hier und jeden Tag kommt sie zum Nachdenken an den Brunnen. Sie ist übrigens ein großer Fan von Luigi und Mitglied im Luigi-Fanclub. Ich werde oft gefragt, ob es mich nicht langweilt, jeden Tag am gleichen Ort zu sein. Wie kann man nur so denken? Jeder Tag ist doch ein wenig anders. Ich bin anders als gestern, du bist anders als gestern, die Stadt ist anders. Jeder Tag ist einmalig, also möchte ich auch jeden Tag bewusst erleben. Ja, weise Worte. Ein Bewohner von Bad Klimmerich, ihn trifft man eigentlich immer hier an. Er mag wohl die Atmosphäre. An heißen Tagen wie heute badet er wohl auch im Springbrunnen. Aber Moment, im Springbrunnen gibt es doch Schnappis, oder? Guten Tag, es ist angenehm warm hier in Bad Klimmerich, nicht wahr? Ich mag das wirklich, wenn es kalt ist, holt man sich gleich einen Schnupfen. Ihr seid Pinguine. Oder? Are you? Ein Bewohner von Bad Klimmerich, er scheint den Tempel sehr zu mögen, jedenfalls kommt er sehr oft hierher. Der Tempel ist aber auch prächtig, allein schon der Anblick ist atemberaubend. Dieser Klimmertempel ist ein sehr berühmtes Gebäude. Nicht nur das große Gemälde, auch die Außenarchitektur ist umwerfend. Es macht mich glücklich, jeden Tag zu kommen und ihn zu betrachten. Ja, jeden Tag ist halt immer ein bisschen, ne? Eine gewisse Superlative. Hier mit dem Ultrasprung. Und die nächste Insignie der Sonne. Wollen wir mal gucken, sieht ziemlich zu aus. Wer könnte da helfen? Bin auf Reisen, der Hohepriester. Oh nein, und was machen wir jetzt? Oh Luigi, was machst du denn vor meinem Haus? Detektiv Ping, wollen Sie damit andeuten? Was, dein Haus? Dann bist du also in Wirklichkeit Hohepriester und kein Detektiv? Du sagst es, Detektiv bin ich nur in meiner Freizeit. Aber wir müssen uns ja wohl nicht im Stehen unterhalten. Kommt doch rein. Müssen uns nicht im Stehen unterhalten, hat er gesagt. Ja, danke schön. Dann gehen wir doch mal schnuppern, was da drin los ist. Wir müssen uns doch im Stehen unterhalten. Hier ist nämlich keine Sitzgelegenheit. Aber da wird das Sternjuwel geklaut. Ihr kommt zu spät. Wir haben das Sternjuwel. Hey, wartet auf mich! Ja, geht so raus, wie er reingekommen ist. Oh nein, wir sind zu spät! Hinterher! Warte, Luigi, könntet ihr mir sagen, worum es hier eigentlich geht? So, ihr sucht hier also das Sternjuwel. Ich bin im Bilde. Aber macht euch keine Sorgen um das Sternjuwel, es ist in Sicherheit. Das Sternjuwel auf dem Podest war ein billiges Imitat. Das Original habe ich anderswo versteckt, damit es nicht gestohlen wird. Aber wo das Original versteckt ist, das darf ich euch in meiner Funktion als Hohepriester leider nicht verraten. Na, natürlich weiß ich, wo das Sternjuwel sich befindet. Aber ich bin überzeugt, dass ihr es aus eigener Kraft finden werdet. Also Luigi, frisch ans Werk. Zeig, was du von mir gelernt hast und finde das Juwel. Spätestens ab hier würde ich dem Spiel tatsächlich unterstellen, dass die Entwickler dann doch noch so langsam Zeitdruck hatten, das Spiel irgendwann mal fertig zu kriegen. Denn sowohl dieser Tempel hier hat Potenzial für viel mehr gehabt. Genauso wie das nächste Kapitel, glaube ich. Der Klimmertempel innen ist ja richtig groß, findest du nicht? Ob Inspektor Pink wohl ganz allein hier wohnt, dann hat er sicher viel Arbeit mit dem Putzen. Ja gut, hier ist aber auch nichts, wofür sich zu leben lohnt. Wofür der Platz, ne? Wofür die Miete? Dies ist das Sternjuwel-Podest. So, Alter, ich schwöre und häng mich an die Röhre. Wuhu! Wo wollen wir denn lang? Die Richtung? Das halte ich für eine gute Idee.
Immer umgucken, Leute. In alle Ecken können sich Sachen verstecken. Wie dieser Block zum Beispiel. Das ist ein Donnerzorn. Mensch. Den mag ich. Dann. Weiter hoch, aber an den Fahren geht's nicht. Hier, pass auf. Das ist verrückt, ne? Da hinten sehen wir auch schon den Schalter. Alter Schalter. So geht nicht. Dann muss ich zur nächsten Stange hoch und dann mit dem... ja, mit dem Papierflieger nach links. Ich finde es, wie gesagt, verwunderlich, ne? Dass der überhaupt das hat. Ist es nicht irgendwie ein öffentliches Gebäude, dachte ich zunächst? Jetzt gehört es doch dem Detektiv Ping und so. Also. Oh, das ist natürlich Skill. Jetzt gehört es doch dem Detektiv Ping und eigentlich ist es gar nicht wohnlich hier drin. Und es wird noch verrückter. Er hat gesagt, das Sternjuwel. Er hat es versteckt und so. Fun Fact, er hat keine Ahnung, wo das Sternjuwel ist. Also da ist irgendwas Komisches im Busch, habe ich immer das Gefühl. Aber... hinterfrag halt nicht die Logik in so einem Videospiel, was soll ich sagen. Ein Mysterium. Ja gut, dann kann ich... hat sich ja gelohnt, ne? Dem Letzt im Kampf. Ich weiß jetzt nicht, ob das alles hier war. Ich würde jetzt ungern doppelte Wege gehen, aber ich würde auch ungern was verpassen, um ehrlich zu sein. Es sieht zumindest danach aus, als wäre es das. Vorerst. Betätigen wir einfach mal diesen Knopf. Alter Schalter, das ist ein Block. Ui. Es wäre uns nicht möglich gewesen, an diesem Vorhang herumzuschauen. Nein, er muss sich erheben, um die Röhre freizulegen. Jetzt sind wir im Hintergrund im Gemälde drin und im Gemälde kommen wir zum zweiten, zum doppelten Tempel. Und da wird gekämpft. Und ja, es ist einfach so, dass du die alle besiegen, nicht musst, aber solltest. Ne? Kann man machen. Ja, Gumprina, erstmal scannen, bitte. Ja, ich werde die auch alle besiegen. Ich werde halt nur schneiden, das ist so das Ding. Das ist ein Finsterbuch. Das ist ein Finsterbuch. Finsterbuch sind lila Buhus. Ziemlich gruselig. KP 8, Angriff 5, Verteidigung 0. Aber eigentlich sind es ganz normale Buhus mit hoher Angriffskraft und mehr KP. Also bleibt die Taktik gleich. Mach sie fertig, bevor sie sich unsichtbar machen. I get it. Reicht ein normaler Sprung wirklich so? Sehr langweilig. Aber es sei wie es sei, Haferbrei. Ne? Machen wir von mir aus. Leute. Könnt ein paar Sternenattacken benutzen. Ja, generell kann ich Sternenattacken benutzen, weil... zählt es nicht als erster Angriff. Das ist ja übel. Ich kriege dann auch wieder ein Level up nach so vielen Kämpfen. Dann machen wir das auch nochmal hier. Power Ring, so. Eigentlich übertrieben. Vielleicht auch das eine oder andere Item. Natürlich eine feine Sache. So richtig und die Sache passt. Finsterboost, ist das so, ja? Die sind hier zu Hause. Das ist den hier Metier. Ja, ich sag's euch, wie es ist. Wir sehen uns beim Level-Up wieder, ne? Das ist stumpf. Das ist ja wirklich... es können mehr oder weniger Buhus sein. Hier ist nur einer zum Beispiel. Aber ich kann die Brumm einfach so besiegen hier. Zack, bumm, peng, ne? Alles klar, ich mach die alle platt. Bis gleich. ...98 Sternenpunkte. Hat also nicht ganz zum Level-Up gereicht.
aber auch nicht schlimm. So, das ist das echte... Ich muss meinen Timer wieder aktivieren, damit ich sehe, wie lang der Part ist. Das ist das echte Sternjuwel. Das kann man sich auch schon krallen, aber ist es zu empfehlen? Ich würde sagen, nee, du. Mach mal langsam hier mit den jungen Pferden, klar? Komm ich da so ran? Ich glaube nicht. Anders hin. Dann kann ich ganz kurz auf die linke Seite. Geht das so? Warum nicht? Müsste ich von hier. Das ist ja spannend. Du kannst dich halt nur dranhängen, wenn du es mit dem Ultrasprung machst. Egal, ob das sinnig ist oder nicht. Hier könnte ich auch hoch. Das empfiehlt sich also auch für den Insignia, ja? Deswegen, da bin ich mir nie so sicher. Ich weiß nicht, was da genau ist. Das ist so generisch dann auch noch doppelt, da bringe ich das durcheinander. In meinem Schädel. Was es da gibt und was ich da will. Ja gut, dann wär's auch wieder rübergekommen mit dem Papierflieger. Ich nehme jetzt einfach mal den Luigi-Orden. Ja, und der bewirkt ganz genau das. Was ich da halt auch schon denkt. Ich hab noch den Wario-Orden, oder? Nämlich Dressman L. Mario bekommt ein Outfit in Luigis Farben. Da mache ich jetzt auch mal den Sound-Dings aus, der nervt. Und ja, Luigis Farben. Nicht seine Körperstatur, nicht das L auf der Mütze, nur die Farben. Bomba Luigi! Tatsächlich auch oben rechts nochmal schauen. Da ist was, ja. Ein Buhlaken ist da oben rechts. So viel Zeit muss sein. Yep. Also ran da an die Veranda, denn sie will ja, die Wilma. Dann haben wir es gleich geschafft und das ist dann das Ende des Kapitels Nummer 6. Ja, das Ende ist ein bisschen... eigen. Aber kann man vermutlich machen. Jo! Das täte ich nur ohne dieses Buhlaken, Leute. So, krallen wir uns das gute Stück. Sternjuwel 6 von 7. Boah. Das letzte hat, wie wir wissen, Crucius. Du erhältst ein Sternjuwel. Deine Sternenergie beträgt jetzt 7. Mario lernt die Sternenattacke Sternblitz. Erstmal zelebrieren hier vernünftig. Geschafft, Digga. Ja, natürlich. Mario erhielt im Klimmertempel das 6. Sternjuwel. Bleibt nur noch eines zu finden, aber noch immer weiß er nicht, wohin Prinzessin Peach verschleppt wurde. Wo mag sich das letzte Sternjuwel befinden und wo ist Prinzessin Peach? Mario beschließt noch einmal, Inspektor Ping aufzusuchen, in der Hoffnung, eine Spur vom letzten Sternjuwel zu finden. Das ist verrückt, ne? Wer nicht direkt zurück teleportiert? Dann müssen wir mal den Chef fragen, was da los ist. So, ihr beiden Grünen. Auf geht's. Ein geheimer Tempel im legendären Tempel. Ist überhaupt legendär, würde ich nicht sagen. Was? Da war also das Juwel. Ah, ist schon gut. Reden wir über was anderes. Mein Glückwunsch, Luigi. Wie versprochen, überlasse ich dir das Sternjuwel. Nimm es ruhig. Ich wollte dir sowieso wieder ein Imitat ausstellen. Mit dir zu reisen war zwar anstrengend, aber es hat auch viel Spaß gemacht. Ich weiß, du musst weiter. Lass dich auch in Zukunft nicht unterkriegen. Lass uns nach Rohling aufbrechen. Das machen wir. Schauen wir erstmal, was bei Peach los ist. Was die mit Tech treibt. Ihr habt ein falsches Sternjuwel. Wie konnte das passieren? Ich bitte um Vergebung.
Und das echte Sternjuwel hat wieder dieser Mario? Ich fürchte ja. Verstehe. Das heißt, außer dem, das ich schon habe, hat dieser Kerl jetzt alle anderen. Da müssen wir wohl unsere Strategie ändern. Herr General, ich habe Ihnen noch etwas anderes anzuvertrauen. Was denn noch? Was? Das ist ja unglaublich. Es besteht kein Zweifel. Ach, unglaublich. Ich nehme an, er hat jetzt die Information gesteckt bekommen, dass Tech sich relativ mit Peach verbündet. Wüsste sonst nicht, was gemeint ist. Langsam könnte Tech sich mal wieder melden. Oder du gehst einfach hin. Oh! Was Neues hier? Er ist so langsam in deiner Gefängniszelle, ne? Es ist ja nicht prinzessinnentauglich, was hier stattfindet. Dip, dip, dip. Da ling, da long. Da rottert es zung. Tech, was gibt es heute? Prinzessin Peach, ich bin zu einem Entschluss gekommen. Einem Entschluss? Ob ich dem Befehl folge oder dir alles sage und woran ich glauben soll. Tech, was ist denn los mit dir? Prinzessin Peach, du musst so schnell wie möglich von hier fliehen. Fliehen? Was ist denn los? Und warum so plötzlich? Habe die letzten Daten analysiert und etwas Schreckliches. Ich habe Crucius Pläne vollständig durchschaut. Crucius Pläne? Und ich weiß jetzt auch, warum du hier gefangen gehalten wirst. Und zwar, weil... Ich weiß warum. Und sie jetzt wohl auch. Aber ihr nicht, ja. Die ist ein Spiel, ich kennt. Was? Ich soll? Dies sind die Tatsachen, deshalb musst du sofort von hier fliehen. Aber wie könnte ich denn? Wo sind wir hier überhaupt? Keine Geheimnisse mehr, ich werde dir alles sagen. Der Ort, an dem du verschleppt wurdest, dies ist der Mond. Der Mond? Du meinst, der Mond da oben am Himmel steht? Korrekt. Aber wie soll ich denn da von hier fliehen? Ausweg vorhanden. Flucht ist möglich, wenn du meine Anweisungen befolgst. Aber darfst du das denn? Das ist unwichtig. Sicherheit der Prinzessin ist oberste Priorität. Tech! Ich bin hier, der Computer. Solange ich schweige, wird niemand deine Flucht bemerken. Ich bin nicht in Gefahr, aber du musst so schnell wie möglich fliehen. Gut, verstanden. Aber vorher möchte ich Mario informieren. Schließlich geht die Sache nicht nur mich an. Verstanden. Eine neue Mail. Das Spiel ist aus, Prinzessin! Sieh! Tech, hast du wirklich gedacht, du könntest mich täuschen? Herr General, ich... Ich hätte nie gedacht, dass ein Computer mich verraten würde. Nun egal, das Schlimmste konnte ja noch verhindert werden. Was haben Sie vor? Ohoho. Wenn ein Computer verrückt spielt, hilft nur eins. Den Strom ausschalten und fehlerhafte Daten und Programme löschen. Natürlich auch die Erinnerung an dich, Prinzessin. Wir müssen schließlich dafür sorgen, dass so etwas nie wieder vorkommt. Ich... Alle Funktionen stehen zur Verfügung. Hey, ihr beiden, drückt gleichzeitig die roten Knöpfe neben dem Computer. So, Befehl. Tech! Nachricht versch... Prinzessin Peaches. Guck mal, der Kampf der schwarzen Ameisen gegen die weißen Ameisen. So haben wir das als Kinder genannt. Im Fernsehen wäre kein Sender da, aber... Formatierung beendet. Das sind Formatierungsknöpfe. Tech! So schade, Prinzessin. Tech existiert nicht mehr. Sie, was haben Sie getan?
Prinzessin, du hast jetzt keine Zeit, um meinen Computer zu betrauern. Für dich gilt jetzt eine viel wichtige Rolle zu übernehmen. Hä? Das ist wohl so, ne? Das ist wohl so. Gut, ich bin mir nicht... Freunde. Bowser ist in Rohlingen. Ah, Bowser, Hilfe! Bowser ist in Rohlingen. Und in Anbetracht der Tatsache, dass es... Ja, also ich will natürlich das nächste Kapitel auch mit einem frischen Part beginnen. Dazwischen gibt es noch einiges zu tun. Ich würde vorschlagen, wir machen diesmal hier einen Cut zwischen Peach und Bowser. Und dann haben wir das nächste Mal Bowser, alles in Rohlingen und bereiten alles vor fürs nächste Kapitel. Ich denke, das passt so ganz gut. Also haben wir hier einen 25-Minuten-Part. Ist auch fein, oder? Das hat einen Daumen hoch verdient. Sehen wir uns das nächste Mal wieder und machen dann all the rest in aller Herrgottsruhe. Also bis dann und ciao!